So, hallo, wir machen Isaac weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir uns in einem, ja, Versuchspart wie oft passiert denn das, dass ich Isaac starte und es schmiert wieder ab? Das ist jetzt bestimmt das dritte oder vierte Mal, dass das passiert. Hä? Also, zum Glück passiert es nicht in-game. Also halt, ne? Wenn ich richtig, also es passiert halt gerade beim Start. Aber ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Ja, jedenfalls haben wir das letzte Mal. Das war jetzt echt wieder richtig weird. In einem Versuchspart uns eine Mod angeschaut. Und zwar External Item Descriptions. Die mache ich jetzt erstmal wieder raus, weil ich will erst den Part abwarten, wo ich die jetzt eben gezeigt habe. Was da eure Meinung dazu ist. Solange tun wir so, als würde es sie nicht geben und machen das, was ich letztes Mal versucht habe, nämlich mit Judas Quidia zu schaffen. Das heißt, ganz normal, wenn ich ein Item nachgucke, gehe ich auf... Es ist viel zu laut, Moment. Ist auch besser. Wenn ich ein Item nachgucken will, gehe ich auf Platinum God und gucke halt nach. Na, und ansonsten... Lass ich's sein. Ja, ich weiß, ich könnte... Oh, naja, wir starten wieder mit einem... Das ist so wichtig, mit einem HP-Up bei ihm zu starten. Das ist... HP-Ups sind bei ihm so wichtig. Oh, beste. Beste, beste, beste. Nice. Das hier wollen wir auf jeden Fall auch kaufen. Das hier wollen wir auf jeden Fall auch kaufen. Okay, und das da wollen wir aber auch haben. Das war ein cooles Trinket. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich glaube, das war dieses Ding, dass das ein Schild kommt, wenn man... Ja, ja, also ich brauche auf jeden Fall eine Bombe. Und das... Okay, eine Bombe kostet 5. Ah, ich hoffe, wir kriegen genug Geld zusammen. Ich hoffe, wir kriegen genug Geld zusammen. Das wird sonst kritisch. Aber jetzt erstmal kämpfen. Kämpfen! So, möglichst wenig treffen lassen. Das blaue Herz, was wir haben, ist ultra wichtig. Die unnötigsten Treffer kassiere ich gleich wieder. Gleich wieder die unnötigsten Treffer kassiert. Das ist doch nicht wahr. Also, ernsthaft. Ich meine, es war jetzt ein halbes blaues Herz. Okay, wenn jetzt nicht noch mehr passiert... Das ist in Ordnung, aber öfter getroffen werden will ich jetzt wirklich nicht. Weil bei den Gegnern, die hier sind, sollte man wirklich nicht getroffen werden. Also wirklich, wirklich nicht. So, in der nächsten Phase kann ich wieder aufladen. Hm. Und zwar jetzt. Oh Gott. Oh, das war so knapp. Okay. Ich meine, jetzt ist es so, als hätten wir das blaue Herz nie gehabt. Es ist okay. Es ist okay, aber es ist nicht so schön. Und das hat mir leider ein ganzes Herz abgezogen. Das oh nein. Na, oh. I hate it. Das ist ein Start, den ich okay, das ist okay. Wir starten mit einem Damage ab und es ist gleichzeitig ein HP ab. Das ist jetzt sogar besser als das von gerade. Das gerade war ja ein HP ab und ein Luck ab. Jetzt ist nur leider das Trinket da oben nicht mehr da. Was schade ist. Was sehr schade ist. Jetzt sind natürlich ganz andere Sachen. Ja, okay, das hier würde ich mir kaufen. Oh, wir können aber dafür dir direkt den Schlüssel holen. Das ist wiederum gut. Das ist wiederum gut, dass wir direkt den Schlüssel holen können. Dann können wir es nämlich gleich das Item hier mitnehmen. Das kenne ich nicht. Quince, they lurk inside. Hm. Okay. Wir werden rausfinden, was es ist. Was da in mir lurkt. Yo. Gegner, die ich besiege? Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Okay, sobald ich Gegner... Yo! Wir werden sowas von rausfinden, was es ist, in der Tat. Das ist ja nice. Jeden Gegner... Achso, doch nicht jeder Gegner. Die ersten Gegner waren es. Also wahrscheinlich bis zu 4 oder bis zu 5. Also sehr interessant. Man hat einfach hier so eine eigene kleine Armee. Problem ist, dass man zum Beispiel den Brimstone Guy, so wie der jetzt da liegt, kaum sinnvoll nutzen kann. Also, ich will mich gar nicht beschweren. Das ist ein cooles Ding. Das ist ein sehr cooles Ding sogar. Aber der Brimstone-Typ, der halt jetzt hier oben ist, der wird halt kaum... kommt halt kaum zum Einsatz. Aber interessantes Item zum Kennenlernen vor allem. Und normalerweise ist es ja dann in einem normalen Raum, der nicht 3 Jahre lang läuft, ne? Da ist es dann natürlich auch cool. Ich schätze mal, wenn man den Raum verlässt, geht der Effekt wieder weg. Deswegen lasse ich die jetzt natürlich hier und ich muss ja auch sowieso mit dem Buch. So, komm hier runter, komm hier runter. Zack! In your face. Ja, aber wie gesagt, der Brimstone-Typ ist leider... Wenn jetzt nicht gerade die Viecher hier hochkommen... Ja, okay. Konnte ich ihn mal kurz einsetzen dafür tatsächlich. Ah, Mist. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ein großer Treffer und ich bin down. Komm hier hoch, komm hier hoch. Genau so. Nice. Okay. Ja, wir müssen den Satan-Kampf noch machen. Wird schon schief gehen. Oh boy, da ist direkt Last aufgetaucht. Das ist jetzt nicht gut. Oh, das ist jetzt nicht gut, weil die so schnell... Okay, 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 okay. So, und jetzt wird er hier durchdrehen. Aber wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Alles gut, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Alles gut. Schisch! So. Sehr schön. Dann können wir jetzt dies kaufen. Da wäre nochmal ein Damage-Up. Das wäre natürlich eine nice Geschichte, aber naja. Und den Schlüssel für die nächste Ebene, weil jetzt kostet er 3. Den nehme ich auf jeden Fall also mit. Na komm, ich nehme gleich einen zweiten mit, dann haben wir Schlüssel. Okay. Ja, dann weiter. Mehr gibt's hier nicht zu tun. Außer vielleicht noch hier was holen. Eine Münze wäre eine Münze. Nix. Okay. Gucken wir, was kommt. Gucken wir, was kommt. Nice, das war ja eins, was ich mir vorhin kaufen wollte. Nehme ich sehr gerne mit. Das ist wahrscheinlich ein Familiar, aber keine Ahnung. Oh, es ist kein Bait and Switch. Okay, den schicke ich hier durch die Gegend und ich kann aber mit Space irgendwas machen. Explodiert der vielleicht? Oh! Okay, der ist nice um an Sachen ranzukommen, theoretisch. Na? Was passiert jetzt, wenn ich mich auf einen Pilz nehme? Das will ich wieder nicht rausprobieren. Aber der ist auf jeden Fall nice, um an Sachen ranzukommen, falls die irgendwie hinter Wänden sind oder auf so einem Schalter. Warte mal kurz. Oh, ich hoffe, oh Gott. Leute, bitte seid mir nicht böse, wenn das schief geht. Ich muss es ausprobieren. Oh, die Bombe da war ungünstig, aber ich habe es geschafft, wieder rauszukommen. Okay. Was, wenn ich mich auf einen Stein porte? Geht der kaputt? Ah, das geht nicht. Dann kann man sich nicht porten. Okay. Oh, aber die Gegner kann man kaputt machen, so. Interesting. Interesting. Okay, die Gegner kann man kaputt machen, Steine nicht. Pilze könnten vielleicht, weiß ich nicht. Ich will es lieber nicht rausfinden. Ne? Okay, das hier würde ich mir als nächstes kaufen wollen, unbedingt. Ganz wichtig.
Aber wir müssen natürlich, ganz klar, wir müssen natürlich mit dem Bug kämpfen. Aber er ist ein interessanter Charakter. So grundsätzlich ein bisschen ähnlich wie Fliegen, um an Sachen ranzukommen, könnte man sagen. Ne? Also du kommst dann damit überall hin. Das ist ganz cool. So für einen Raum zum Clearen und so ist es ganz cool. Ich bin jetzt gerade tatsächlich am Überlegen. Ich weiß, es ist ein ganzes Herz, was ich kaufe. Aber es ist mir gerade sicherer, als es nicht zu kaufen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. So, wir haben ja schon ein kleines Damage abbekommen. So, und schön ist jetzt, dass wir unsere Kollegen so ein bisschen mittig gelegt haben. Das sollten wir ganz gut durchkommen. Und wenn wir hier jetzt diesmal den Satan-Deal, also den, nicht den Satan-Deal, aber den Kampf schaffen bis zum Schluss, dann kriegen wir auch einen Engelraum. Glaube ich zumindest. Wenn mich nicht alles täuscht. So, wieder aufladen, ganz wichtig! Nicht treffen lassen. Ich muss aufpassen, was meine Schüsse sind und was die Schüsse von den Gegnern sind. Nice. Einfach noch ein Tiersub zwischendurch reingeschlabbert. So, sehr schön. Dann sammeln wir erstmal kurz auf. Weiß jetzt gar nicht, wo die... Ach, die Pille kam von dem Pilz. Die Pille kam von dem Pilz. Alles klar. Ja, war dumm. Scheiße. War richtig dumm. Ich muss jetzt böse aufpassen. Jeder Treffer killt mich instant jetzt. Von dem Viech. Du rennst nicht in mich rein, Kollege. Du rennst nicht in mich rein. Kleinen könnten mich theoretisch nochmal treffen. Aber hätte ich jetzt das halbe Herz vorhin nicht gekauft... Wären wir jetzt einfach mit einem halben Herz... Dann würde wirklich jeder Treffer uns töten. Also es ist schon sinnvoll gewesen. Ich kenne mich ja. So, die müssen weg. Darf mich nicht treffen lassen. Die können mich auch insta-killen, glaube ich. Ich glaube, die Explosionen nicht, aber wenn ich in die Viecher reinrenne, schon. Aber es sollte passen. Ja, sieht gut aus. Machen Abflug. Yes, Engelraum ist da. Nice. Ist beides cool? Aber ich entscheide mich hierfür. Na, das ist die Geschichte hier gewesen. Das ist schon eine sehr coole Geschichte. Und es heilt mich voll. Und es war, glaube ich, noch zusätzlich ein HP ab. Also definitiv die richtige Wahl. So, mehr HP ab. Plus Shot Speed ab. Auch sehr gut. Okay. Mehr können wir nicht kaufen. Wir haben aber noch einen Schlüssel für die nächste Ebene. Ich überlege jetzt, ob ich das blaue Herz opfere und den Stachelraum erkunde. Ja. Na gut, es hat mir einen Schlüssel gebracht. Ein blaues Herz für einen Schlüssel. Ja. Ich würde mal sagen, ja, vielleicht zahlt sich's aus. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, das ist halt echt auch eine coole Geschichte. Auch wenn er jetzt hier nichts macht. Da ist jetzt ein Familiar gespawnt, der praktisch useless ist scheinbar. Er hier unten ist useful. Okay, aber wie gesagt, ja, wir gehen weiter. Recht interessant bisher, wie das läuft. Wow. Major Lag. Was auch immer das gerade war. 8 Ball. The Devil. Okay. Die würde ich mir recht lange aufheben. Naja, gut, das ist jetzt nicht das genialste Item. Aber wobei, naja, okay, es gibt Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann pro geklärte Runde Geld nochmal gibt. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Charming Tears oder Meat Cube. Oh, die Batterie. Das wäre auf jeden Fall
das Item, auf das ich dann jetzt gehen würde. Die Batterie wäre auf jeden Fall das. Okay, wir könnten pokern. Sollen wir mal bis 10 Münzen und hoffen, dass was rauskommt, was mehr Münzen wert ist? Ja, wir probieren es mal aus. Okay, dann habe ich jetzt leider 3 Münzen verspielt. Doof. So, wieder schön mittig die Viecher platzieren. Die ersten. Dass die schön überall dann Reichweite haben. Ja, perfekt. So sollte ich immer wieder schön alles treffen. Er ist sowieso so ein Turbit. Er schießt, wenn Viecher in seine Nähe kommen. Und da oben haben wir dann passende Gegner. Das ist ganz cool. Das ist ein cooles Item. Das ist ein echt cooles Item. Da stelle ich mir halt in einzelnen Räumen, stelle ich mir das echt nice vor. Ah, Mist. Ach, ich kann schon längst aufladen. Siehst du, hab ich mir verpeilt. Das ist, da muss ich... Nein, 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 nein. Da muss ich echt immer wieder dran denken. So, das war die Runde. Normaler Bosskampf. Die kleinen Viecher da oben erledigen die schon von selbst. Sehr nice. Da jetzt ein bisschen aufpassen. Yikesi. Das Schöne ist, dass genau bei ihm die Viecher sind. Das heißt, er wird einfach weggefrühstückt von denen. Er wird einfach weggesnackt. Und wir gehen direkt weiter. Okay, auch das sollte laufen. Einfach hier hoch mit euch und dann läuft die Geschichte. Jawohl, weg mit dir. Tschüss. Nochmal Engelraum. Kein Engelraum mehr, aber jetzt gehen wir auf jeden Fall rein, weil ich glaube, nochmal ändert sich das ja mit der Chance nicht. Ne? Ich glaube, das passt so. Okay, das ist nichts, was ich kaufen möchte. Ich gucke nur kurz wegen Münzen hier durch. Sehr schön. Okay. Dafür gebe ich keine Herzen aus. Gut, wofür ich aber Herzen ausgebe, ist le Batterie. So. Und wofür ich Herzen ausgebe, ist... Herzen sage ich schon, Münzen. Ja, es ist eigentlich schon der Cube. Ich meine, es ist ein Schutz um mich rum und den hätte ich gerne. Ne? Ich überlege nur kurz, wie viele Münzen habe ich dann übrig. Dann habe ich 8 Münzen übrig. Ein Herz verliere ich wieder im Stachelraum. Dann kann ich mir 2 Herz nochmal nachkaufen. Oder soll ich rerollen und hoffen, dass was Besseres kommt? Ich mache 2 Münzen. 2 Münzen setze ich ein, um zu gucken, ob ich rerollen kann. Ist jetzt nicht gerade besser geworden. Scheiße. Hätte ich den Cube gekauft. Jetzt kaufe ich nichts mehr. Jetzt kaufe ich nichts mehr. Jetzt gehen wir hier rein. Und hoffen, dass wir was Brauchbares bekommen. Ach, geh weg. Scheißdreck. Ja, das war Müll. Das war Müll. Okay. Soll ich noch... Oh, das ist... Hier mit Münzen spielen ist halt dumm. Ich spiele auf 15. Ja, es war... Nee. Zu viel gepokert hier. Ich habe in der Runde... In der Ebene habe ich diesmal viel zu viel gepokert. Na? Das war nicht gut. Guck noch kurz nach Steinen. Sieht aber nicht nach Steinen aus. Komm, weiter. Das war blöd. Das war blöd. Das war insgesamt blöd. Ich hätte den Cube kaufen sollen. Naja. So, was kriegen wir hier? Nice. HP up, immer beste. Immer beste. HP up, immer beste. Oh, ja. Hey, alles Mögliche ab. Alles Mögliche ab. Noch bessere. Beste. Oder so. Okay, so. Dann haben wir die Maschine hier.
Okay, ich muss ganz kurz nachschauen, ob das Double Vision ist oder was anderes. Also ist das, dass ich zweifach schieße oder ist das was anderes? Das muss ich ganz kurz kontrollieren. Sonst kaufe ich es nämlich nicht. Wenn das nicht ist, dass ich doppelt schieße, dann kaufe ich es nicht. Ich verwechsel das immer so gerne. Das ist das Problem. Ich verwechsel das immer so gerne. Ich gebe jetzt mal als Suchbegriff Tiers ein. Ich denke, dann sollte es mit auftauchen. Okay, das Problem ist, bei Tiers tauchen immer noch verdammt viele Items auf. Weil natürlich ganz viele Items mit Tiers zu tun haben. Und ich sehe, wenn ich Tiers eingebe, sehe ich dieses Item aber auch gar nicht mehr. Also entweder ich bin blind oder das Item hat mit Tiers dann doch nichts zu tun. Ich mach mal Double. Vielleicht sehe ich es dann irgendwo. Nee, ich sehe es auch nicht dann. Dann ist es nicht Double Vision. Ah, Double Shot ist 2020. Das sieht anders aus. Das ist eine andere Brille. Jo, was ist denn das dann? Ist es dann das mit den Secret Rooms? Lass mich mal kurz nach Secret suchen. Jetzt taucht's auf bei Rebirth Items. Reveals the entrance to secret rooms and automatically opens the hole, removing the need for bombs to enter. Die Frage ist, nützt mir das hier was? Ich meine, es gibt dann Geheimräume und die Geheimräume können cool sein. Am Ende könnte es eine. Okay, ist jetzt wirklich eine Investition, wo man halt nicht weiß, aber von den Items, die jetzt da sind, ist jetzt die grüne Spritze auch nicht gerade das Niceste. Ich würde sagen, wir probieren es aus. Sagen wir, probieren es aus und wir gucken mal, wo er ist. Da ist er nämlich. So, ich hoffe, er ist gut. Der ist gut, aber das muss ich nachher mitnehmen. Das muss ich nachher mitnehmen, wenn ich das vergesse, bitte, ihr kennt den Spruch, deabonniert mich. So, jetzt gehen wir aber gleich hier durch. Dann vielleicht ist ja gar was Nützliches hier drin von Anfang an. Weil wir können das Herz wieder aufladen, das ist okay. Münzentechnisch kommen wir durch. Okay, wir hatten beide Pillen noch nicht. Das war nicht so gut. Ja, das war jetzt auch useless eher. Hier, scheiß drauf. Heieieiei, gut. Aber hier ist jetzt auch kauftechnisch nicht so das geilste Zeug. Da würde ich dann eher die nächste Ebene abwarten. Jetzt kämpfen wir erstmal. Ich warte nur kurz, bis es wieder besser wird. Ach, was soll's. So, wieder schön gleich die. Nein! Ach, Mist. Schön gleich die Viecher treffen. Und das Schöne ist, jetzt laden wir noch schneller auf. Das heißt, wir machen jetzt noch mehr Damage. Innerhalb kürzerer Zeit. Das ist dann natürlich der Batterie zu danken. Zack, direkt weiter. Das heißt, die einzelnen Phasen sollten durchlaufen. Aua! Aber wir kriegen kaum Münzen diesmal. Oh, ich habe nichts gesagt. Ah, mein Sack of Pennies gibt mir Münzen. Wenn schon die Ebene mir keine Münzen gibt, dann zumindest mein Sack. Was sehr gut ist. Da bin ich meinem Sack sehr dankbar für. Jo, wie soll man an den rankommen, wenn man nicht gerade solche Tränen hat wie ich? Das ist ja frech. So, zweimal Kackhaufen. Die in ihre Jagdgründe geschickt werden wollen. Aua! Ach, nee, 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 nicht in den reinrennen. Der macht böse Schaden. Der macht böse Schaden, da muss ich aufpassen. Oh, es sind sogar zwei. Nice, der hat ein Herz gedroppt. Deswegen habe ich noch die Bombe dahin geschossen, tatsächlich. Das glaubt mir jetzt zwar keiner, aber es war tatsächlich Absicht. Als die Bombe in der Mitte lag, habe ich drauf geschossen.
und damit den Weg freigemacht. So. Satankampf. Oh, nochmal die zwei. Okay. Haben wir ja gerade schon hinbekommen. Kriegen wir nochmal hin. Gar kein Problem. Darf nur nicht getroffen werden, weil die machen halt ein ganzes Herz Schaden und das wäre ärgerlich. Weil je weniger Herzen ich jetzt Schaden mache, je weniger Herzen ich jetzt Schaden bekomme, umso besser. Weil ich dann natürlich weniger Herzen mir nachkaufen muss später. Scheiße. Schade, der war unnötig, aber was soll's. Es ist leider so. Engelraum! Okay. Also ich würde auf das hier gehen. Ich hoffe, ihr seid da bei mir. Ich guck mal ganz kurz nach, was der... Aber das ist ein Familiar, ne? Das ist irgendein Familiar. Kann ich auch Familiar eintippen. Genau, das ist der Guardian Angel. An Orbital which does 7 contact damage per tick, blocks shots and increases the speed of all other Orbitals. Zählt als eines von 3 Items, um zu Seraphim zu werden. Und als eines von 3, um zu Conjoint zu werden. Jetzt ist die Frage, ich habe doch gerade dieses Dings mir geholt. Genau, das ist auch ein Seraphim-Item, das Immaculate Heart. Ist das, der Kelch da, der die Schüsse langsamer macht, auch so ein Seraphim-Item? Das muss ich ganz kurz einmal nachgucken. Ist das auch so ein Seraphim-Item? Wo ist er denn? Wo ist denn der... Also nicht, es heißt nicht Kelch, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wo ist er denn? Ist der nicht ein Repentance-Item gewesen? Den habe ich doch schon zigmal... Ich will nur gucken, ob der Seraphim ist. Ja, wo ist er denn? Hä, bin ich jetzt dumm? Ich habe den doch schon so oft gesehen. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Okay, ich könnte Angel rum eintippen. Ich kann ein Angel schreiben, dann sollte er auftauchen. Ach, der ist ein Afterbirth-Item, deswegen. Ups, mein Fehler. Der zählt nicht als Seraphim-Item. Okay. Die Frage ist, kriegen wir doch mal den Engelraum zusammen? Das ist die andere Frage, ne? Aber ich würde dann tatsächlich auf den Guardian Angel gehen. Weil dann haben wir jetzt 2 Items, die uns zu Seraphim werden lassen können. Was natürlich eine Geschichte wäre. So. Diesmal waren wir im Stachelraum schon drin. Hier liegt noch ein halbes Herz rum. Herzen kaufen tue ich jetzt erstmal nicht bei der Ausgangslage. Wir kaufen jetzt hier auch nichts weiter ein. Wir gehen jetzt hier auch nicht. Wir werden jetzt auch nicht spielen mehr. Das ist mir alles zu dumm. Ich hole mir jetzt noch das weiße Herz hier hinten. Und dann gehe ich erstmal weiter. Herzen kaufen kann ich auch in der nächsten Ebene. Könnte ja auch passieren, dass ich was einsammle, was mich heilt und so weiter, ne? Und dann ist alles cool. Oh, bitte trefft mich nicht. Puh. Puh. Sonst wäre das jetzt vielleicht schief gegangen. Okay. Gut. Wir gehen weiter. HP ab ist meins. So. Okay, das ist cool. Vielleicht gibt es irgendwelche Gegner, die hier kaputt machen und dann kommen da automatisch schon coole Sachen raus. Wäre nett. Da haben wir erstmal ein Marm-Item. Range up. Ist okay. Wir haben noch keinen Schlüssel, sehe ich gerade. Dann holen wir uns mal fix einen Schlüssel. Und erstmal das halbe Herz. Das ist ein HP-Up. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich wollte den Schlüssel, genau, diesen Schlüssel hier wollte ich haben. Jetzt mal hier das Feuer kaputt machen, vielleicht ist eine Münze drin. Okay, dann ist vielleicht im Itemraum der Geheimraum. Tatsächlich nicht. Was haben wir hier? Little Horn, okay. Dann ist ziemlich sicher im Stachelraum der Geheimraum. Ich meine, wir haben genug Münzen, wir können Herzen nachkaufen. Von daher gehen wir direkt rein. Ja, da ist er. Wir gehen erstmal hier rein.
Okay, kriegen 3 Bomben. Gut. Das ist schon mal cool. Eine Pille, die wir noch nicht hatten, und die gibt es doppelt. Gehen wir erstmal hier hin. Okay, einfach spinnen. Dann hoffentlich ist es eine gute Pille. Ja. Die können wir doppelt einsetzen. Und dann gehen wir wieder raus. Dann muss ich mich jetzt... Achso, jetzt holen wir uns erstmal das HP ab. Das holen wir uns auf jeden Fall. Das brauche ich. Ganz dringend. Da gibt es noch ein Trinket dazu. Und dann heile ich mich noch voll, bevor wir in den Kampf gehen. Wie gesagt, ist es mir wirklich lieber, ich gehe hier mit vollen Herzen rein. Ich weiß, es ist Geldverschwendung aus eurer Sicht, ziemlich sicher. Aus meiner Sicht nicht. Okay, let's go. Oh, ich kann schon wieder aufladen. Ich habe das gar nicht... Ich bekomme das immer gar nicht mit, dass ich schon wieder aufladen kann. Ne? So schnell geht das schon die ganze Zeit. Weil ich halt einen Tick direkt wieder gratis bekomme. Also einen Tick immer weniger aufladen muss. Und da geht's weiter. Na, der war böse. Der. Yo, Kollegen. Holy moly. So, nach der nächsten Phase kann ich direkt wieder aufladen. Ah, das ist dann schon die Bossphase. Okay, sehr schön. Sehr schön. Wo sind meine Viecher? Hier, ja, die sind überall so ein bisschen. Kann man machen, ist okay. Auf geht's. Was haben wir jetzt hier? Ah, das ist kein Viech, was irgendwie was kaputt machen kann, glaube ich. Ich hoffe ja noch drauf, dass irgendeiner hier die Sachen kaputt macht am Rand, ne? Aber ich meine, jetzt habe ich Bomben, jetzt kann ich es auch selber sprengen nachher. Okay, er hat schon mal einen Totenkopf kaputt gemacht. Ah, Mist. Aber seht ihr, wie viele Herzen ich jetzt schon wieder verloren habe in dieser Runde bisher? Das ist wirklich... Ich musste die kaufen. Hätte ich mir nichts gekauft, wäre ich jetzt tot. Na? Hätte ich mir nichts gekauft, wäre ich jetzt tot. So, nächste Runde. 50-50 für 50-50 für weißt du schon, Angel Room. Nicht treffen lassen. Jeder Treffer ist Geldverschwendung. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Da ist noch eine Spinne. Engelraum. Oh mein Gott, wir holen uns einfach noch das Sacred. Yo. Das ist böse Sick. Das ist jetzt nicht... Wir sind jetzt nicht... Oh, holy shit, Alter. Wir sind jetzt sowohl Seraphim geworden, als auch, dass wir beide... Wir haben das... Alter, wir haben beide Haare. Ja, wow. Das ist jetzt insane. Das ist jetzt richtig insane. Da kaufe ich jetzt hier erstmal... Nee, da kaufe ich jetzt hier nichts, außer einen Schlüssel. Den Schlüssel hole ich mir. Und dann ab. Und dann ab. Yo, das ist insane. Das ist mehr, als mich hätte... das ist mehr, als ich mir hätte jemals wünschen können. Weiter. Die Frage ist halt... Wie sich dieser Damage Cap dann am Ende gegen Dings aus... Ach so, ja, ich habe einen Schlüssel gekauft, lul. Gibt kein Item rum mehr. Die Frage ist halt, wie sich dieser Damage Cap am Ende dann gegen Greed... Gegen Ultra Greed... Oh, nice, da ist der. Deswegen habe ich mir den Schlüssel gekauft, übrigens. Genau deswegen habe ich mir den Schlüssel gekauft. Ich wusste natürlich, dass das hier kommt, lul. Das Damage Up nehme ich mir sofort mit. Da ist es auch nochmal ein nices Tears Up. Das werde ich mir auch noch holen. Hä? Sehe ich das gerade richtig, dass ich skippen kann?
kann einfach direkt runterskippen. Jo, aber das Tiersab nehme ich mir mit. Nee, 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 wir spielen die Ebene. Wir spielen die Ebene. Auf jeden Fall spielen wir die Ebene. Ich kann einfach runterskippen. Was ist das denn? Das ist ja insane. Nein, nein, wir spielen natürlich die Ebene. Ich meine, ich habe nochmal die Chance auf einen, nochmal einen Engel-Deal. Ne? Und selbst wenn es ein Satan-Deal ist, ich habe so viele Herzen, dann könnte auch da ein Deal dabei sein, der sinnvoll ist. Alter! Der einzige Grund, warum ich jetzt noch getroffen werde, ist, weil ich nichts sehe vor lauter eigenen Tränen. Ich weine so viel, dass ich nichts mehr sehe. Das ist der einzige Grund, weshalb ich noch getroffen werde. Yo! Insane! So, tschüssi! So. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das auf Dings auswirken wird. Auf Ultraquid. Ich meine, Ultraquid ist nochmal eine ganz... Yo, wir kriegen nochmal einen Engelraum. Ich werde verrückt. Ultraquid ist schon nochmal eine andere Geschichte. Das ist mir... Ist das das Isaac-Schwert? Ist das das Zelda-Schwert? Ist das das? Das, was wir freigeschaltet haben in den Isaac's Awakening? Ja, das ist das Spirit Sword. Damage mal 3 plus Base Damage. Also es würde auch noch zusätzlichen Damage Up bedeuten. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das für Ultraquid die Idee ist. Ich würde es nehmen. Oder nehme ich lieber das Schild? Das Schild wäre halt auch nice. Oh, Moment, Moment. Aber dieser Haar, dieses Ding ist ja auch ein Damage-Up, dieser Dornenkranz. Oh, shit. Was nehme ich denn? Ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich mit dem Schild, weil ich da nah an Quid ran muss. Ich möchte eigentlich nicht nah an Quid ran. Das ist mein Ding. Ich will eigentlich keinen Nahkampf mit Quid spielen. Deswegen würde ich das Schwert liegen lassen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse und ich nehme den Dornenkranz mit. Oder wäre ein Schild besser? So als Schutz? Weil der Damage wird ja eh gecapped. Ist es dann noch sinnvoll? Oh, verdammt. Was nehme ich denn jetzt? Wahrscheinlich ist die Entscheidung völlig egal und ich mache mir jetzt umsonst wieder Gedanken. Ziemlich sicher ist die Entscheidung egal und ich mache mir umsonst Gedanken. Ziemlich sicher ist sie das. Ich kann ich nah an Quid ran? Ich habe vergessen, wie der Ultra-Quid-Kampf ist. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht mehr, wie der Ultra-Quid-Kampf läuft. Ich glaube, ich will nicht nah an Quid ran. Ich glaube, ich will weit von ihm weg sein. Und dann ist der Schild ganz nice. Oder der Dornenkranz ist auch... Beides ist nice. Dornenkranz macht nur Damage ab, aber sehr starkes Damage ab.
Das Schild schützt mich halt in die Richtung, in die ich gucke. Wir nehmen den Schild. Wir nehmen den Schild. Ich hoffe, dass das gut geht. Das sind so Gedanken, da macht man sich bekloppt mit solchen Gedanken, ne? Change. Companionship. Okay, ja. Na, hätte er sein können. Okay. So, Tears up. Nochmal HP up. Ist besser als das blaue Herz, oder? Weil ich könnte es wieder aufladen, sollte irgendwas passieren. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich meine, ich bin ja voll. Ob ich das Herz jetzt unten verliere oder nicht. Ich glaube, ich kann ich. Habe ich unten die Möglichkeit, wieder was aufzuladen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir rollen und gucken, dass was Besseres noch rauskommt. Das wäre nochmal ein Range-Up. Aber es ist ein Mom-Item. Vielleicht kann ich noch zu Mom werden. Das ist nochmal ein HP-Up. Ich weiß halt jetzt nicht, ob da nochmal ein 7er-Item drunter... Scheiß drauf, ich nehme das jetzt. Ist nochmal ein 7er-Item. Und es ist... Nice, es war das dritte Mom-Item. Das war so mal... Hä? Kommst du denn her? Kann ich da ran, ohne runterzufallen? Gar nicht. Cool. Weil ich würde ganz gerne natürlich noch den unteren Raum hier angucken. Den man ja eigentlich regulär jetzt noch laufen würde. Wenn jetzt nämlich nochmal Münzen auftauchen sollten, was sie leider nicht tun, dann hätte ich noch versucht, natürlich noch ranzukommen an Dings, aber so ist es auch in Ordnung. Okay. Gut. Machen wir einen Abflug. Machen wir einen Abflug. Wünscht mir Glück, dass das gut geht. Ich bin gespannt. Ich kann es nicht mehr einschätzen. Ich habe Ultraquid überhaupt nicht mehr im Kopf. So wirklich überhaupt nicht mehr. Oh, ich dachte, der Raum lädt jetzt mein Dings nochmal auf. Ah, das ist jetzt doof. Ah, ich dachte, das wird nochmal aufgeladen. Dann habe ich das Book of Belial. Jetzt kann ich das nicht mehr einsetzen. Auf dir Münzen zu snacken. Versuch's gar nicht erst. So, das Ding ist ja, das ist der normale Kampf, ne? Und da kommt dann noch der wird ja noch zum stärkeren Gegner. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Oh, schade, ich hab gehofft. Ach so, hab ich schon. Ich wollte gerade sagen, ich hab gehofft, ich krieg noch so kleine Gegner, die mir helfen. Aber hab ich schon. Die sind schon gespawnt. Die sind schon gespawnt, alles gut. Naja, das ist alles ganz normal. Das ist alles noch überhaupt nicht der eigentliche Kampf. Aua! Aber ihr seht schon, es wäre eine ganz schlechte Idee gewesen, da mit dem Schwert hinzugehen. Da mit dem Schwert ranzugehen, wäre eine ganz schlechte Idee gewesen. Ich brauche hier die Range. Ich bin froh, dass ich das Schwert nicht genommen habe, sondern das Schild. Das war die richtige Entscheidung. Definitiv. Ich war mir echt unsicher, aber hier mit dem Schwert hingehen, ich wäre wahrscheinlich schon tot. Und wird mich schwarz ärgern. Ja, heil dich ruhig ein bisschen, ist in Ordnung. So, so trifft er mich eh nicht, das ist okay. So, und jetzt kommt gleich seine Ultraphase. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie aussieht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin jetzt echt... Das wird jetzt... Ich hoffe, dass wir gut gerüstet sind. Aber ich meine, wie soll man noch besser gerüstet sein als das? So, wenn es damit mit der Ausrüstung nichts wird, dann bin ich zu schlecht für Ultraquid. Sagen wir es mal so rum. Sagen wir es mal so rum. Wenn es mit der Ausrüstung nichts wird, dann bin ich zu schlecht für Ultraquid.
So. There we go. Die Range, die ich halt habe, die ist insane wichtig. Na? Weil so kann ich... Ah, und mit dem Schild kann ich zum Glück recht viel Sachen ausweichen. Nicht unendlich viel, aber recht viel. Wenn er jetzt irgendwo da unten landet, nice, dann kann ich ihn da ziemlich gut wegsnacken. Wenn er da oben landet, kann ich ihn auch gut wegsnacken. Ja, das sieht gut aus. Aber das würde ziemlich böse werden, wenn wir, ne? Das würde enorm böse werden, wenn wir nicht die Range hätten. Jo, ciao. Nice. Okay. Eye of Belial has appeared in the basement. Ich weiß gar nicht, ob man bei Ultraquid auch nochmal richtig viel einzahlen muss, ob das die gleiche Maschine ist. Keine Ahnung. Ich zahle ein, was ich kann. Ich meine, ich habe ja eh das Geld übrig jetzt. Ja gut, das war schon. Das war's auch schon. Oh, ich habe The Devil gar nicht eingesetzt. Lull. Ich habe The Devil gar nicht eingesetzt. Ja, stabil. Okay. Das war ein Ultraquid-Kampf. Wie man ihn sich vorstellt. So gefällt mir das. So können wir das weitermachen. Immer schön im Engelraum die ständig die Herzen holen. Ständig die Engelräume bekommen, ist sehr, sehr gut. Ja, so stellt man sich das vor. Aber es dauert halt trotzdem auch wieder einen ganzen Part so ein Ultraquid One, ne? Vor allem die ersten Parts sind schief gelaufen. Dann hat man einen guten One. Dann hatten wir einen guten One. Puh. Damit fehlt bei Belial, sag ich schon, bei Judas jetzt noch der... Naja, auf Hard fehlt noch der Bosswash, aber wie gesagt, die Hard-Dinger, die werde ich eher nicht machen. Da müssten wir alles nochmal spielen, was jetzt schon geschafft wurde und dann halt auf Hard schaffen. Das ist ein bisschen böse. Aber natürlich fehlt bei Judas auch noch Delirium, klar. Na, Delirium haben wir jetzt ja erst bei zwei Kollegen, nämlich bei Lilith und bei Azazel. Aber ich denke, Judas ist da auch ein recht guter Charakter, mit dem Delirium laufen sollte. Werden wir sehen. Ja, ach so, klar. Und dann jetzt noch hier Martha. Und was halt noch kommt. Also irgendwas muss noch kommen. Irgendwas muss noch kommen nach Martha. Ich würde... Ich habe halt immer noch nicht rausgefunden, was die Tür kann. Es gibt so viel, was man machen kann. Man könnte erstmal Items sammeln und dann so, ne? So wie jetzt halt gerade, dass ich einen Gydia ran mache. Aber wenn... Haben wir überall... Wir haben jetzt überall Greed, ne? Ja, wir haben jetzt überall Greed. Wir haben nur noch nicht überall Super... Also, wir haben noch nicht überall Ultra Greed. Das ist das Ding. Greed haben wir überall, nur noch nicht Ultra Greed. Ja. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen an der Stelle. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und tschüss.